अपने जर्मन कोर्स के कलीग्स के साथ जी म्योस्टन मिट इरन मिट शुलर्न आउस डेम डॉयच कोर्स आइनन गिमाइंजामन कॉमन, मतलब सारे लोग साथ में डीवीडी देखना चाहते हो, फिल्म देखना चाहते हो। जी वोलन निस्ट इन स्कीनो गेन आबर बाई यमंडम आन आइनम ओल्ड सुजामन आले वोलन गुकन फिल्म गुकन डेफ हाउ डे आबेंड ऑर्गानिजियरन यूवर लेगन जी वास जी आलस बेस्प्रेशन मिशन मीन्स। अगर मान लो घर पे आप इस तरह का फंक्शन सही हो गया, वो तो पार्टी टाइप में होगी, सब लोग मिलके डीवीडी देखोगे, फिल्म देखोगे, तो फिल्म देखोगे तो फिल्म तो दो घंटे कम से कम चलेगी। मे बी यू वुड लाइक टू ईट समथिंग एनीथिंग एल्स जी फ्लाइस्ट इम गिडांकन ब्रिंगन मिशन फिल्म विल्सन फिल्म ऑफ डॉयच या उधर नाइन वो उन्ट वन ट्रेफन वास मिट ब्रिंगन हिल फे बाइन ऑफ रॉयमन वेयर वास वन दस इस टाले साइड इंग्लिश So where hat das Suzaman mal versucht, sie sollten jetzt auch ich helfe. Oder Shubham, sollten wir Suzaman mal? Ja. Gut dann. Ja, hallo Shubham. Ja, hallo Herr. Wie geht's? Ja, mir geht es gut. Mir geht es auch gut. Was hast du? Am Wochenende vor? Ja, ich denke, dass wir DVD Abend organisieren sollen. DVD Abend? Aha! Gute Idee! Und wer macht mit? Wer macht mit? Wer will noch den Film sehen? Alle? Alle Mitschüler? Mit unserer Mitschüler. Also das heißt 9 oder 10 Personen. Okay? Ja. Das ist recht eine gute Idee. Ich würde auch mitmachen, vielleicht. Und Wilson Film? Wir schauen Nikos Weg. Auf Deutsch? Ja. Aha. Was denken Sie? Nikos? Nikos Weg ist wunderbar. Und das dauert auch nicht lang. Das ist eine, ja, wunderbarer Film. Habe ich mal schon geguckt. Und vielleicht ja. Noch einen Film. Wenn wir Zeit haben. Ja, okay? Ich sehe Nico Weg. Nikos Weg und dann vielleicht auch Solino. Das ist auch ein guter Film. Aber hast du mal schon mit anderen Mitschülern gesprochen? Oder machst du noch? Noch nicht. Mhm. Dann ruf mal sie an oder erstelle mal eine WhatsApp-Gruppe und dann bekommst du Bescheid, wie viele mitmachen werden. Ja. Und wo? Wann? Schon entschieden, wo und wann würdet ihr das sehen? In meinem Haus. Wir organisieren bei dir zu Hause. Ja. Das ist nett. Aber weil ich allein bin. Mhm. Und deine Familie? Sind sie nicht am Wochenende? Nein, meine Familie ist fährt irgendwo hin. Ja. Mhm. Okay, und da hast du auch eine große Halle. Das ist wunderbar.
Da kann man gut einen Film sehen. Ich habe Projektor auch. Projektor und hast du auch? Ich denke, es ist vielleicht wunderbar. Da sieht man, das ist ein großes Kino dann. Das Kinogefühl hat man schon. Also in einer großen Halle mit Projektor, da hat man dann Gefühl von dem Kino. Und soll man was mitbringen? Und in meinem Haus, ich habe etwas für trinken, aber nicht für essen. So, ich denke, können Sie bringen zu essen? Tut mir leid, ich kann nicht. Also meine Frau ist auch nicht da. Und aber wir können das von draußen bestellen. Wir können vielleicht bestellen, aber zuerst musst du entscheiden, wie viele mitmachen werden. Wenn du Bescheid weißt, dann können wir entscheiden. Vielleicht kommen nur 5 oder schon alle 10 Mitschüler. Wenn alle 10 kommen, dann sollst du extra. Aber Salat kann ich mitbringen. Salat kann ich auch machen. Ja, das ist okay. Salat ist okay. Ja. Ich bringe Salat. Das ist kein Problem. Das mache ich auch sehr gerne. Aber genau um wie viel Uhr beginnt der Film? Ich denke am Wochenende um 6 Uhr ist. Früh morgen? 6 Uhr? Früh morgen? 6 Uhr? 18 Uhr meinst du? Nein, ja. Ah, am Abend 18 Uhr. Klar. Und Wochenende bedeutet Samstag oder Sonntag? Samstag ist gut. Samstag wäre besser. Dann haben wir auch Zeit am Sonntag. Okay, wenn was anderes vorhat. Und Hilfe brauchst du auch? Aufräumen, wenn 10 Personen zusammen Film sehen, dann machen sie auch vieles kaputt oder ja, Schmutz ist. Wir müssen vielleicht auch. Ich räume mein Zimmer auf. Du musst nicht allein. Das machen alle mit. 10 Personen machen das Schmutz ist und du allein machst es sauber. Geht nicht. Ich helfe dir. Und vielleicht andere würden auch mitmachen. Okay, das. Kein Problem. Gut dann. Sag mir Bescheid. Einmal ich erstelle WhatsApp-Gruppe. Oder du machst das? Ja, ich mach. Das ist noch besser. Ja. Nett. Sag mir und dann mache ich Salat und wir treffen hoffentlich am Samstag um 6 Uhr. Danke, gute Idee. Ich bin schon begeistert und freue mich darauf. Ja. Tschüss.